Whatever there's inside to me, don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero hier auf Server 8 mit dem Serverstart-Event. Und heute war ein besonderer Tag, denn der allererste Schurke war hier auf dem Server aktiv. Ich habe nicht mitbekommen, weil ich ja wie gesagt arbeiten musste, aber Lord Lörich war so nett und hat mir einen Screenshot gemacht. Und hier seht ihr ihn, der rächende Rächer mit 3,3 Millionen Lebenspunkten war am Start. 1600 Angriffe knapp wurden eingetragen und Lord Lörich hat 10 Angriffe gemacht und hat eiskalt den Siegtreffer erreicht. Glückwunsch an dich dafür. Hat hier gleich mal auf Server 8 die ersten Schurken, das erste Schurken-Item bekommen, nämlich die Schuhe. Und ja, Reeks hat mit 61 Angriffen den ersten Top-Spieler auf Server 8 gememt. Und der Schurke war von 18 Uhr bis ungefähr 18.20 Uhr anwesend und dann war er auch schon wieder weg. Ja, 61 Angriffe ist auch eine Hausnummer, also da musste Reeks auch ziemlich durchgedonatet haben. Und ja, das war der erste Schurke und damit kann es jetzt eigentlich losgehen, dass bald auf Server 8 auch die geplanten normalen Schurken stattfinden, wie sie auf den anderen Servern 1 bis 7 auch sind, nämlich zu den geplanten Zeiten wie jeden Tag. Nein, Scherz. Also, ihr seht auch hier bei mir 94 Skillpunkte, die ich verskillen kann, noch 6 Skillpunkte und ich habe das Ziel von den 100 Skillpunkten erreicht. Hier erstmal eine Heldentat, die mir satte 2000 Erfahrungspunkte gibt. Und was noch eine Neuigkeit an diesem Tage war, Reborn ist kurz vor der 100% Marke des Ausbaus. Sie haben hier die Ausstattung jetzt hochgepusht. Gerade war es noch auf 48, jetzt ist es auf Stufe 49, das heißt, sie werden wahrscheinlich heute noch die Stufe 50 ausbauen und dann fehlen ihnen nur noch 2 Quartierstufen, bis sie die 100% erfolgreich haben. Unbreakable Desire, die ganze Zeit auf dem zweiten Platz waren, sind nur bei 79%. Ich glaube, gestern, als ich das Video gemacht habe, waren sie bei 78%, das heißt, sie werden sicherlich sparen, um dann komplett ihre Ausbauten zu erledigen. Sie haben mittlerweile Popularität auf Stufe 50, genauso wie Motivation auf Stufe 50, Quartier auf Stufe 27, das heißt eine Stufe niedriger als Reborn und die Ausstattung noch ganz weit unten auf Stufe 15. Aber wie gesagt, ich glaube, sie werden sparen, damit sie dann alles komplett mit einmal ausbauen können. Oder ihnen fehlen die Donuts. Davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus, weil Unbreakable Desire wird ja von Optrea geführt und ich glaube, sie hat sich... Oder er hat sich fähige Leute hinzugefügt, womit er auch den Vollausbau finanzieren konnte. Ansonsten auf Platz 3 sind immer noch die Amazing Randoms mit 71%. Sie gehen die Sache etwas langsamer an, haben Ausstattung mittlerweile auf Stufe 3. Das hatten sie, glaube ich, gestern schon. Aber dafür das Quartier wieder eins weniger als die Unbreakable Desire, Jungs und Mädels. Und damit ergibt sich eine Gesamtausbaustufe von 71%. Stark Industries ist auf Platz 4 mit 66%. Und Hasenpower, die Tage davor noch nicht einmal gesehen, mit 54% auf den 5. Platz. Haben aber natürlich auch Ausstattung schon auf Stufe 22. Das heißt, sie machen so eine Komplettskillung des Teams, was es nicht unbedingt zu empfehlen ist. Und deswegen werden sie auch kein Top-Team bilden auf Server 8. Blackboss ist dabei, Coke Remix. Ich glaube, Coke Remix war davor in einem anderen Team. Das heißt, entweder sie haben sich umbenannt für sage und schreibe 100 Donuts oder sie haben ein neues Team gegründet. Ich weiß nicht genau, vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren nochmal etwas genaueres dazu schreiben. So, dann ist es eine Frage der Zeit, bis Reborn hier die 100% macht. Ich glaube, sie werden es heute nicht mehr schaffen, sonst hätten sie Quartier sicherlich schon ausgebaut. Es wird dann doch eher auf den Samstag hinauslaufen, aber spätestens morgen an dem Samstag werden sie die 100% knacken. Und damit, ich weiß gar nicht ganz genau, ob es dann ein neuer Rekord wird im Ausbau, aber auf jeden Fall werden sie schnell ausgebaut sein. Die Ehre-Rangliste sieht wie folgt aus. Sturmgurken. Sturmgurken auf den ersten Platz mit 70 Ehre Vorsprung vor Stark Industries. Stark Industries immer noch top dabei. 2 Train mittlerweile einen Mut gesammelt. Den Ketchup-Splitter, den man bekanntlicherweise nicht so schnell wieder los wird. X-Herox auf Platz 3. Die Elche
auf Platz 4 und Black auf Platz 5. Also alles unbekannte Namen außer Stark Industries. Wahrscheinlich, weil die Top-Namen wie Reborn hier auch immer Verteidigung haben, die sie verlieren und dadurch Trophies, die sie nicht unbedingt wünschen, abgeben. So haben sie jetzt mittlerweile schon 3 Energie. Das heißt, sie haben täglich 60 Energie mehr als die anderen Teams, die gar keine Energietrophie haben, was natürlich auch einen ziemlich großen Vorsprung bietet für dieses Team. Und dadurch ist der Ausbau auch so schnell zu schaffen. Glückwunsch an sie, an die Jungs von Al Capone und Co. Ansonsten The Saints auf Platz 7, Helden der Dämmerung auf Platz 6 und LOL auf Platz 12. LOL war gestern beim Wochenturnier der Team-Ehre noch auf Platz 1. Mittlerweile sind sie immer noch auf Platz 1 mit einem Vorsprung von 700 Ehre-Punkte, weil es nicht unbedingt viel ist. The Music Stars ist immer noch auf Platz 2 und Knuddel will da immer noch auf Platz 3. Und ja, jetzt frage ich mich gerade, wo hier Sturmgurken stehen. Sturmgurken und Stark Industries. Stark Industries waren ja gestern auch noch oben mit dabei. Mittlerweile nur auf Platz 11. Das heißt, sie haben das Vorhaben, dass sie unter die Top 10 kommen, vielleicht sogar noch höher, mittlerweile noch nicht erreicht. Vielleicht haben sie ihren Angriff ja noch, dann kommen sie hier noch ein bisschen weiter höher. Dann werden sie natürlich auch in der Teamrangliste weiter nach oben kommen. Aber ich gehe davon aus, dass sie ihren Angriff schon hatten und somit im Wochenturnier jetzt nicht unbedingt heute noch weiter höher kommen. Im Ehre-Turnier geht es wie folgt zu Rande. Dort ist Darkest World mittlerweile auf den ersten Platz, hat The Liffe von dem ersten Platz verdrängt. Ist zurzeit in keinem Team, aber Darkest World war auch ein Reborn-Anhänger, soweit ich weiß, und ist dort ordentlich am Kämpfen. Das wird hier anscheinend ein Zweikampf, also die beiden sind hier schon 2000 Ehre-Punkte von dem dritten Platz, nämlich Knirpsmensch, entfernt. Was heißen wird, dass Darkest World und Liffe hier den ersten bzw. zweiten Platz unter sich ausmachen werden beim Ehre-Turnier. Den Platz 4 sicherte sich heute Florett von die Burnout-Krieger. Die auch ganz gut dastehen, haben natürlich auch schon Ausstattung ziemlich hoch gepusht, was jetzt nicht so sinnvoll ist. Und dadurch haben wir sie jetzt auch bei den Ausbauten nicht unbedingt gesehen. Player auf Platz 5, Armageddon auf Platz 6, Zakumi, Z-Remix und Warzenfeld bilden die Plätze 7 bis 9. In dem Erfahrungsturnier bin ich zurzeit auf Platz 1201, juhu, aber es geht mir eher um die oberen Plätze, nämlich AF Kaffee ist hier auf Platz 1 mit 973.890 Erfahrung, das heißt, er wird wahrscheinlich heute in der Nacht die 1 Million Erfahrungsgrenze, die ersten 1 Million Erfahrung hier auf Server 8 erreichen. Armageddon mit einem beachtlichen Rückstand von 150.000 Erfahrung auf Platz 2, Reeks von den Amazing Randoms auf Platz 3 und ja, der hat auch wieder 100.000 Rückstand auf Armageddon, das heißt, die drei Plätze hier werden fix sein, beziehungsweise die ersten zwei Plätze werden fix sein. Heisenberg ist nur 3.000 Erfahrung hinter Reeks und könnte hier noch das Dreier-Komplettum von Reborn erledigen. Schauen wir mal, Darkest World hier auf Platz 5. Und die restlichen Plätze bilden Anabolika, Hero Gamer Player und Captain Morgan. Captain Morgan von Unbreakable Desire habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht so wirklich kennengelernt, also gesehen in den verschiedensten Folgen zuvor. Aber scheint auch mit oben mitspielen zu wollen. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier kurz die richtige Rangliste an, nämlich hier die Ehrenrangliste. Natürlich einigermaßen wie das Wochenturnier. Darkest World auf den ersten Platz, Liffe auf den zweiten und Knirpsmensch auf dem dritten Platz. Danach folgen Florett und Player, Armageddon, Zakumi, Z-Remix, Warzenfried, Porzeng und AF Kaffee hat sich zurzeit den 11. Platz gesichert. Den 11. Platz, da schauen wir mal, was er in der Stufe sagt, denn AF Kaffee steht da ganz weit oben mit 6 Leveln. Beziehungsweise 6 Stufen Vorsprung auf Armageddon. Das ist schon eine ganze Menge. 6 Level höher. Krasser Shit. Und dadurch dann trotzdem noch weit oben zu sein hier in der R-Rangliste ist schon eine Hausnummer. Da kann ich nur den Hut vorziehen. Auf den dritten Platz ist hier schon Heisenberg. Das heißt, durch die Ehre ist er hier vor Reeks. Aber im Wochenturnier sieht man, dass er 3000 weniger Erfahrung bislang gemacht hat. Aber das wird er durch die 3 Energy, weil Amazing Randoms haben nur eine Energy-Trophäe, würde es sicherlich schaffen, hier Reeks beim Wochenturnier noch abzuhängen und dadurch den Dreiersieg für Reborn komplett zu machen. Ja, dann schauen wir mal noch, was es sonst noch so gibt. Ich könnte meinen ersten Sondereinsatz hier
beginnen, wenn ich das Foto gefunden hätte. Bislang habe ich es nicht gefunden. Ich habe auch noch nicht wirklich... Da ist es. In 5 Minuten habe ich es. Aber die 5 Minuten werde ich in dieser Folge nicht mehr ranhängen. Denn ihr werdet es auch merken, es ist, ja, wenn ich es hochgeladen habe, wahrscheinlich 9:30, 10:00. Es ist viel früher als sonst. Sonst kam es erst um die Mitternacht rum. Deswegen, weil ich am Wochenende viel zu tun habe und keine Zeit habe, um Mitternacht ein Video für euch hochzuladen. Deswegen, seid nicht traurig, es gibt jetzt schon eine Folge von dem Schlipperstürmer und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal mit einem gewonnenen Duell gegen Zedjad. Wobei, tschüss noch nicht ganz. Da hätte ich doch fast die Schlippermace vergessen. 100 Wurfwaffen wurden jetzt von mir eingesetzt, das heißt ein Donut für mich, den ich jetzt gleich wieder in Wurfwaffen umsetzen werde. Und dann werden wir natürlich noch kurz die Schlippermace durchgehen. Hero schreibt, hi Schlübbi, wenn danke ich dir, ob du mich auf dem Server 8 zeigen kannst, wenn danke. Super Deutsch, er spielt bei Freigeist. Ah, das von Pedde 80. Freigeist nun auf S8, könnte sein, dass es das Original ist, zumindest von ein paar Leuten. Das Original Pedde 30 spielt auch bei Server 5 bei Freigeist. HRS natürlich auch, Venom auch. Ja, und ist natürlich die gleiche Voraussetzung, nämlich dass alle Berater sind. Jeder ist hier Berater. Kann man halten, was man will. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, weil dann wirklich alle die gleichen Rechte haben und das einfach nicht sehr, ja, teamfördernd ist. Aber wenn sie so spielen, sollen sie so spielen. Wir schauen mal kurz, was sie in der Rangliste zu melden haben. Freigeist. Auf Platz 55 von der Ehre und Trophäen haben sie eine Energy Trophy und 42% Ausbau ist jetzt auch nicht unbedingt gut. 15. hinter Hardcore Heroes sogar noch. Naja. So, schauen wir noch weiter. Schlummermace, XXTheBeast schreibt, willst du mit deinem ganzen Team in unseres wechseln? Wir suchen Mitglieder. Hast du Lust? Nein, habe ich nicht. Ich gebe dir den Tipp, Skill Stärke. Really? Mann. Richtig gut. Schlipperpost von SWAT Hero. Hey, erstmal hallo. Ich würde gern wissen, wie die Musik heißt, die du in dem Vorspann läufen liest. Bitte schreib zurück. Ich verlinke sie mal in der Beschreibung des Videos. Hero möchte in mein Team. Na dann, ab damit. Komm in mein Team. Alle weg von Freigeist. Johe. Skillerchar schreibt, hi, könntest du mich und mein Team mal bewerten? Super Char, wirklich super. Eloquent, super Team. Krasse Kacke, geil. XXKixli schreibt, guten Tag, Schlüpper. Du machst echt tolle Videos, ich habe mal eine Frage. Warum skillen manche nur Kondition? MFG Keksi. Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch natürlich mit Charme beantworten werde. Denn nur Kondition zu skillen hat den Vorteil, dass man bei den Missionen hier immer schön abräumt. Denn man gewinnt die meisten Kampfmissionen, wenn man Kondition ziemlich weit oben hat und die restlichen nur ein bisschen geskillt. Und ja, deswegen haben viele nur Kondition geskillt und fahren damit gut, weil sie so gut wie keine Mission verlieren. Im Gegensatz, wenn man die normale Kampfskillung, also Intuition und Grips hoch hat, Kondition eher niedrig und Kraft noch weniger, dann verliert man doch die ein oder andere Kampfmission gegen richtige Gegner. Messi99 schreibt, hey Schlipper, finde deinen YouTube-Kanal super und würde mich sehr freuen, wenn du dich mal in einem von deinen Videos zeigen könntest. Diesen Gefallen habe ich dir soeben getan. Dann verschieb mein Bild erstmal. FreaksLP schreibt, hi, let's Fabbe, ich möchte mich entschuldigen, dass ich deinen Namen falsch geschrieben habe, aber meine Tastatur ist auch nicht mehr die jüngste. Das heißt, dass sie manchmal falsche Buchstaben getippt werden. Gutes Deutsch, du haben. Zweitens, danke, dass meine Nachrichten in deinem 525. Part dabei gewesen waren und danke für deine Tipps. Kein Ding. Drittens, ich habe noch eine Frage. Welchen Begleiternamen wirst du deinem Begleiter geben? Sollte ich auf S8 doch den Begleiter irgendwann mal bekommen, dann wird er den Namen tragen, den mein Begleiter auf S6 hat. Mein erster Begleiter, den ich auf S6 hatte. Wer diesen Namen noch weiß, schreibt ihn bitte in die Kommentare. Viertens, danke fürs Lesen und du machst die besten Videos der Welt. Oh, Schleim. Fünftens, viel Spaß weiterhin beim Spielen und welche Tipp würdest du mir bei meinen Skillungen geben?
Ja, bleib so von den Skillungen her. Ich würde an deiner Stelle mal noch Wurfwaffen reinnehmen und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Kraft vielleicht noch ein bisschen niedriger, dafür Grips weiter hoch und dann sieht das alles blendend aus. Hero schreibt: Hi, könntest du eine Serie machen, wo du nur mich erwähnen? Hero, 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 Hero. So, jetzt habe ich dich sehr oft erwähnt. Ich habe sogar in dieser Folge jetzt noch das Foto gefunden. Kann jetzt mal noch meinen ersten Angriff gegen diesen Sondereinsatz hier durchführen und habe natürlich kläglich versagt. Wer hätte anderes erwartet? So, jetzt schauen wir noch, wo noch Schlüpperpost ist. King Zocker schreibt: Kann ich ins Team bitte? Nein. Cyber King, zweite Schlüpper-Mail vom King. Erste Frage: Was hast du studiert? Gute Frage, nächste Frage. Zweite Frage: Was arbeitest du? Gute Frage, nächste Frage. Wenn du 1 Million Euro hättest, würdest du davon leben oder würdest du dir sofort was kaufen? Ich würde davon leben. Vierte Frage: Wann kommt dein 1000-Abo-Special? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die 1000 Abonnenten geknackt habe, aber das Abo-Special kommt auf jeden Fall, Leute. Erinnert mich immer wieder dran und dann wird es irgendwann im Sinne von einem Livestream, was ich ja schon angekündigt hatte, kommen. So, das war's. Keine Schlüpper-Mails mehr verfügbar. Das andere sind alles Bewerbungen für mein Team. Ich nehme jetzt noch die Heldentat an, die mir ein bisschen Münzen gibt. Dann werde ich diese Münzen noch in mein Team einzahlen und natürlich ein bisschen hier ausbauen. Nämlich ein Quartiersplatz. Nein, kein Quartiersplatz, sondern Motivation und Popularität. So, dann haben wir noch 10.000 pro Tag ausgegeben und oh mein Gott, es ist passiert. Es ist passiert. Ich werde es euch jetzt noch nicht zeigen. Es kommt morgen in der Folge und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlipper Stürmer.